Herzlich willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Dilan Küçük. Sie ist Gründerin von Nailed Nails. Und was das genau ist und wie die Reise ihre letzten 8 Jahre so verlief, das hören wir jetzt gleich. Mit Dilan habe ich darüber gesprochen, warum man in der deutschen Gründerlandschaft mehr die Lücke schließen muss. Weil sie hat mir von ihren Erfahrungen in Istanbul berichtet und da hat sie mir dann erzählt, dass sie ganz oft immer inspiriert wird von der Kultur und von dem Drive in Istanbul, in der Stadt, wo ja auch sehr, sehr viel Dynamik herrscht. Und das hat sie immer wieder bewegt, auch dann in Deutschland die Sachen neu anzugehen und neu anzupacken. Und das ist so ein Punkt, wo sie vielleicht auch bemängelt an der deutschen Startup-Wirtschaft und der Kultur. Warum das aber super, super wichtig ist, hat sie mir am Anfang vom Podcast erzählt. Außerdem, super, super spannend, da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören, wenn ihr gerade überlegt, Influencer-Marketing, ist das eigentlich schon wieder abgeschrieben? Wie authentisch sind Influencer? Aber Dilan hat da mega gute Insights geteilt, warum es gerade vielleicht auch im Beauty-Markt, aber sicherlich auch in anderen Märkten bestimmt Sinn macht. Und drittens haben wir darüber gesprochen, warum sie meint, dass mehr Erfolgsstories von Gründerinnen mit Migrationshintergrund in Podcasts gehören. Sie hatte mich ja damals, darauf gehen wir auch kurz ein, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben und sie mich dann angesprochen hat, dass die Diversität im Female in Retail Podcast noch so ein bisschen fehlt und da war ich ihr sehr, sehr dankbar. Wir haben dann nochmal ein bisschen mehr über das Thema gesprochen, warum es eigentlich auch so wichtig ist, was ihre Mission auch dahinter ist, wie sie ihre 3 Kinder dazu motivieren will, dass sie alles schaffen können im Leben, wenn sie einfach nur dranbleiben, wenn sie mit ihrem Herz rausgehen in die Welt und versuchen eben diese kleine Lücke zu schließen. Es ist ein ganz, ganz wertvolles Gespräch geworden, weil Dilan ganz viele Insights geteilt hat, auch viel geteilt hat von ihrer Geschichte, von ihrer Herkunft, wie sie so die letzten 8 Jahre sich durchgekämpft hat durch diese schwierige Businesswelt. Und ich kann euch nur von Herzen empfehlen, diese Folge anzuhören. Als Zuckerl haben wir am Ende noch die schnellen 5 K5X Founding-Fragen sind wir da durchgegangen und das lohnt sich auf jeden Fall auch anzuhören. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Und ich freue mich total, liebe Dilan, dass du heute bei uns im Studio bist. Schön, dass du da bist. Ja, Verena, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Bin sehr glücklich, hier zu sein. Gott sei Dank hat es ja jetzt endlich geklappt. Ja. Wir haben uns ja kennengelernt durch Monique Höll, genau. Ehemals Gründerin von Hello Buddy und jetzt Investorin. Und sie hat dich auf einem Female in Retail Dinner mitgenommen damals. Genau. Das war Juni 2024, dieses Jahr. Und Monique meinte nämlich, also Shoutout an Monique, sie meinte nämlich, ihr müsst unbedingt Dilan kennenlernen. Das ist so eine coole Gründerin, so eine coole Unternehmerin und die ist eigentlich noch viel zu unbekannt, sage ich mal, und sie muss unbedingt mitkommen. Und dann warst du mit beim Dinner, Gott sei Dank, und dann hast du mich auch einfach von der Seite angesprochen, dass mehr Diversität in unseren Podcast rein muss. Darüber so sprechen straight, wir. Ne? Ja, genau. Voll von der Seite, so direkt auf mich zu. Ich fand es aber ziemlich cool und sehr ehrlich und ich mag das, diese direkte Art. Und wir kommen aber da später nochmal drauf zurück. Als kleine Eingangsfrage, dein Name Dilan, der stammt ja aus dem Kurdischen und bedeutet Herz. Genau. Und ich hätte mal die Eingangsfrage für dich, welcher Moment in der Vergangenheit und in den letzten Wochen hat dich im Herzen so richtig berührt? Ja, ich hatte tatsächlich war ich letzte Woche das erste Mal nach 25 Jahren da, wo meine Eltern eigentlich herkommen. Also ich bin zurück an unsere Wurzeln nach Erzurum. Das ist relativ weit an der Grenze schon zu Syrien. Und es war eine Reise, die hat 25 Stunden gedauert, bis ich da war. Ich hatte einen Todesfall, der mich sehr mitgenommen hat. Aber ich war auch das erste Mal wieder an den Wurzeln meiner Eltern. Habe gesehen, wie sie aufgewachsen sind, wo sie herkommen. Hat mich sehr am Herzen berührt, zu sehen, was sie aufgegeben haben, um nach Deutschland zu kommen für ein besseres Leben. Und auch hat mich das nochmal motiviert, um zu sagen,
du hast das hier alles aufgegeben, damit es mir besser geht drüben, dafür werde ich jetzt nochmal alles geben. Also es war nochmal so ein Moment, wo du gesagt hast, es gab es oft in letzter Zeit Momente, wo ich gesagt habe, komm, ich kann nicht mehr, ne? 3 Kinder, es reicht jetzt. Aber das war nochmal ein Turning Point. Ich stand da mitten in diesen Bergen, wo wirklich kaum, da gibt es keinen Bus oder so. Du kannst dankbar sein, dass du noch Elektrizität da hast. Es ist wirklich so wie aus dem Bilderbuch. Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt gibst du wirklich alles, weil deine Mutter hat das hier alles aufgegeben und dein Papa hat das alles aufgegeben, damit es dir gut geht. Und das war nochmal ein Point. Der hat im Herzen nochmal so wirklich etwas aufgeflattert bei mir. Total schöne Story. Ich habe das auch so ein bisschen verfolgt, weil du warst dann, glaube ich, auch in Istanbul noch. Genau. Und da habe ich nämlich auch gelesen, weil da hattest du auf Instagram in deinen Storys so ein bisschen berichtet, dass die Stadt Istanbul viel fortschrittlicher ist als wie zum Beispiel Berlin oder die deutschen Städte. Total. Ich meine, Berlin ist da wahrscheinlich noch ein bisschen anders als jetzt München zum Beispiel. War das auch was, war das vielleicht dann aber auch so ein kleiner Dämpfer, wo du gesagt hast, oh Mann, irgendwie kann ja nicht sein, wo wir doch in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten, an vielen Ecken fortschrittlich denken und man dann aber merkt, nee, da fehlt noch ganz, ganz viel. Ja, ich habe das Gefühl, dass in Deutschland auch die Menschen immer darauf warten, dass irgendjemand den ersten Schritt macht. Mhm. Also du gehst in die Türkei nach Istanbul und es ist sehr kontrovers. Die eine Seite ist relativ noch zurück und die andere Seite ist super modern. Also fühlt sich wie in Los Angeles, ja. Alle mit ihren wirklich Chai Lattes morgens in der Hand beim Pilates. Und du merkst, dass das zum Beispiel jetzt in Berlin noch gar nicht so weit war. Also wie so. Und in der Türkei ist es aber so, also gerade in diesen Gebieten, die warten nicht darauf, dass jemand den ersten Schritt macht. Die schließen die Lücke selber. Mhm. Und das ist etwas, was ich in Deutschland bemerkt habe. Wir warten immer darauf, dass jemand den ersten Schritt macht, weil jemand uns vorgibt, das sind deine Grenzen und hier drin hast du dich zu bewegen. Ich meine, wie viele Frauen trauen sich denn mal, aus sich rauszukommen? Man sagt ihnen, wie eine Frau zu sein hat und so benehmen sie sich dann auch hier. Also ich bemerke es einfach, immer wenn ich aus Istanbul komme, bin ich super motiviert, was Neues anzugehen. Und die Geschichte von Nailed, und vor Nailed habe ich ja noch ein anderes Business aufgebaut, das kam immer, wenn ich aus Istanbul zurückgekommen bin. Mhm. Du kamst immer mit einer Innovation wieder zurück, weil du gedacht hast, warum wartest du eigentlich, dass irgendjemand aus der Ecke kommt und was gründet? Mach's doch einfach. Schließ doch mal diese Lücke selber einfach. Jetzt hast du schon die eigene Überleitung gebracht, weil ich wollte nämlich auch sagen, mit Nailed hast du dann auch sozusagen eine Lücke geschlossen. Genau. Vielleicht magst du einfach mal direkt erzählen, was Nailed überhaupt ist und wie es dazu gekommen ist. Also, bevor ich über Nailed spreche, will ich dir ein bisschen was noch aus meiner Kultur erzählen. Oder etwas, was mich gerade die Gastarbeiterkinder in Deutschland sehr geprägt hat. Ich komme aus einer sozial sehr schwachen Gegend. Wir haben 5 Personen immer in einer Einzimmerwohnung gelebt. Das ging so bis 12, 13. Wir hatten nie ein eigenes Zimmer, nie Freunde zu Besuch. Wir mussten uns immer alles selbst beibringen. Uns hat einmal der Zugang gefehlt zu finanziellen Mitteln. Es waren eher die untere Schicht. Mittelmäßiges Gehalt, würde ich jetzt sagen, aber versucht, 5 Köpfe zu füttern. Und zum anderen hat uns auch der Zugang zu Informationen gefehlt oder der Zugang, überhaupt etwas zu erlernen. Es war jetzt nicht so, dass dir jemand die Hand gereicht hat und dich hochgezogen hat. Das heißt, du musstest, dass diese DIY-Kultur war in meiner Kultur sehr gängig und notwendig. Du musstest gewisse Dinge immer selber können. Wir haben eine unglaubliche Hochzeitskultur in der türkischen Community. Du hast monatlich Hochzeiten, das war früher ein bisschen mehr. Das heißt, du warst immer auf eine Person in der Familie angewiesen, die zum Beispiel super Haare machen konnte, die andere konnte Nägel. Du wusstest, wenn Samstag eine Hochzeit ist, freitags den ganzen Tag bei Dilan sind Cousinen zu Hause und du machst jedem die Nägel. Mhm. Das heißt, diese DIY-Kultur war nicht nur eine Notwendigkeit, sondern es war auch, es führte zu Zusammenhalt. Ja? Diese Selbstbestimmung war ein Ausdruck von Zusammenhalt. Ihr habt euch zusammengeholfen, euch schöner zu fühlen. Ja? Und ihr musstet alles selber machen. War auch unser Vorteil. Damit ich kannte mich einfach mit allem aus. Also wenn du mir jetzt Extensions zeigst, kann ich dir sofort sagen, aus welchem Land sie kommen, was für ein Finish sie haben und wie oft du sie wiederverwenden kannst. Ich habe mir das alles beigebracht. Einfach, ich will jetzt nicht nur sagen, weil es mir an den finanziellen Mitteln gefehlt hat, sondern irgendwann war das ja auch eine Leidenschaft. Mhm. So. Und die Idee mit Nailed war, ich habe mir immer schon zu Hause selber die Nägel gemacht. Also ich habe wirklich Kunstnägel selber ausgehärtet. Mhm. Klar, deine Freunde hatten alle schicke Nägel, die konnten sich das leisten, du nicht. Also hast du es dir selbst gemacht. Und
Aber der Kickoff kam erst dann während der Elternzeit. Ne? Mhm. Es waren zwei Themen, die mich da super, super geprägt haben. Zum einen bin ich mit dem Kinderwagen meines ersten Kindes, ich habe drei Kinder, und mit Kind 1 bin ich mit dem Kinderwagen in ein Nagelstudio rein. Und ich habe unfassbare Blicke von Frauen bekommen, die dort sitzen. Mhm. Sie haben nicht gesprochen, aber die Augen haben mir eigentlich gesagt, was suchst denn du hier mit deinem Kinderwagen? Mhm. Also es war wirklich so wie wenn du geschminkt auf den Spielplatz kommst und da sind da die Jutebeutelmütter, die dann wieder sagen, hast du auch frisches Obst dabei? Also es ist dieses Judgment, das du einfach hast. Und zum einen hast du dich deswegen unwohl gefühlt und zum anderen es war wirklich so ein Turning Point. Ich stand und habe gedacht, jetzt warte ich hier 30 Minuten, nochmal 2 Stunden, dass es gemacht wird, 60 Euro, ich muss in 4 Wochen wiederkommen, ich krieg nur Elternzeit. Ich war wirklich so, Kinderwagen zurück, raus, nach Hause und gesagt, jetzt reicht's. Also jetzt suchst du eine Lösung für das Ganze. Luckily, zu meiner Geschichte hatte ich International Management studiert, sodass ich so ein bisschen Bezug dazu hatte, wie man auch Branding, eigenes Produkt herstellt. Habe angefangen, ein bisschen mit Materialien zu recherchieren, was für Materialien es gibt. Auf dem europäischen Markt gab es dieses Produkt so nicht. Es gab es in der Drogerie Klebenägel, die wir alle kennen, die wir alle mal die benutzt alle schrecklich haben, sind, so ein bei niemanden gehalten haben, abgeknickt sind und eigentlich nur in einer Farbe waren. So Research, ich kam aus New York und habe gesehen, dass es in New York eine Brand gab, die ähnlich schon aufgestellt war. Und ich dachte, das geht ja auch besser in Deutschland. Habe mich rangesetzt, wirklich ganz alleine und die ersten Prototypen rausgebracht einfach. Genau, und was ist Nailed eigentlich? Genau, hier der Hinweis auch an der Stelle, wer jetzt nicht gerade im Auto sitzt, gleich. diejenigen, die nicht im Auto sitzen, oder ihr könnt ja mal rechts ranfahren oder so, wir zeichnen das Ganze auch per Video auf, also kann man auch auf YouTube anschauen, das Video. Und Dylan hat ein paar Sachen mitgenommen, also da sieht man auch schon mal so ein bisschen, das Packaging ist auch sehr modern. Wunderschöne Farben. Und genau, vielleicht steigst du gleich immer nochmal da zurück ein und erklärst so ein bisschen, was du da jetzt auf dem Markt gemacht hast. Es sind Kunstnägel, fertig ausgehärtet aus einem Material, das ist das gleiche Material, was du auch im Nagelstudio hast an Gel. Mhm. Ne? Es ist sozusagen der Gelnagel ausgehärtet für dich einfach zum Aufkleben. Die Besonderheit bei uns ist einfach, du kannst sie wiederverwenden aufgrund des Materials. Und wir haben dafür gesorgt, dass du in einem Set alles hast. Du hast 30 Nägel drin, 15 Größen sind total optimiert, abgestimmt einfach auf den europäischen Markt. Mhm. Sieht in Asien anders aus. In Asien sind die Finger ein bisschen kleiner gewesen. Wir mussten wirklich viel Research machen, schauen, auf welchen Fingernagel passen sie. Also die Anfangszeit 2015 war schrecklich. Also ich glaube, von Anfang meine Oma bis zu meiner Schwester, mein Mann, jeder hat einmal diese Nägel irgendwie dran gehabt, bis wir die Größen gefunden haben. Die Besonderheit ist bei Nailed und worauf ich super stolz ist, dass wir die Klebepads rausgebracht haben. Das ist die Alternative zum flüssigen Kleber. Zu dem Zeitpunkt hatte ich viele Frauen um mich herum aus dem Pflegebereich, die gesagt haben, ich kann die Nägel nur an Wochenenden tragen. Mhm. Oder aus religiösen Gründen gab es auch ganz viele, die nur an gewissen Tagen Nägel tragen konnten oder auch nur für ein Event wollten. Da musste es eine Lösung geben. Es gab noch kleine Klebesticker für Kunstnägel auf dem europäischen Markt. Ich habe da super lange dran gearbeitet, die entwickelt und darauf sind wir besonders stolz. Und jeder, der bei uns ein Set kauft, hat sozusagen Klebesticker, Nagelkleber, also alles drin. Mhm. Du hast hier bis zu 2 Wochen Tragezeit. Ich glaube, unsere Kunden tragen sogar 3 Wochen oder 4 Wochen. Mhm. Ich bin super stolz drauf. Also es ist eine Alternative für jeden, der keine Lust mehr aufs Nagelstudio hat, für jeden, der sie nur im Urlaub tragen möchte, also für jeden, der auch allergisch gegen gewisse Dinge reagiert, die er im Nagelstudio oder Nagellack hatte. Ich habe versucht, damit eine breite Masse einfach aufzufangen und vor allem berufstätige Frauen und Mütter. Mhm. Wir hatten vorhin oben bei uns in der Küche haben wir schon so ein bisschen geplaudert und dann hast du auch erzählt, dass sich eure Zielgruppe total verändert hat. Komplett. Also gegründet hast du ja 2016. Genau. Vor 8 Jahren, was ja jetzt doch auch schon eine einige Zeit ist. Ja. Und du meintest, die Zielgruppe hat sich total verändert. Komplett. Und von eher der jungen 18-20-Jährige bis heute zu dem? Durchschnitt 48 bei uns aktuell. Worüber ich super stolz bin. Ich weiß auch, wo diese Entwicklung herkommt. Das Thema Selfcare ist seit Corona einfach so wichtig. Klar, uns gab es schon vor Corona und während
der Corona-Pandemie ist unser Unternehmen um 400% gewachsen. Das ist klar, die ganzen Nagelstudios hatten zu. Ja. Und wir waren glücklicherweise die, die einen großen Bestand auf Lager hatten und ihr eigenes Lager hatten, sodass wir super schnell auch selber noch verschicken konnten. Und das mit der Pandemie wurde vielen Frauen, auch plus 40, das Thema Self-Care viel bewusster. Sie haben sich viel mehr angefangen, mit sich selbst zu beschäftigen und auch gewisse Dinge zu brechen. Zum Beispiel zu sagen, warum bin ich Mutter und darf eigentlich gar keinen Nagellack tragen? Oder warum soll ich mir nicht die Haare schön machen und damit zur Arbeit gehen? Oder also wenn ich jetzt eine Glitzerhose tragen will, trage ich sie zur Arbeit. So, es war immer dieses Judgment. Und das haben wir irgendwie in den letzten Jahren super stark gebrochen. Da sind wirklich Frauen, eine Kundin, die hat ihre 58. Bestellung bei uns gemacht, worüber ich habe mit ihr zusammen das Unternehmen gegründet. Und sie hat zum Beispiel, die tragen auch so wilde Farben, so Glitzer, Neon, das, was wir eigentlich mit 18, 19 getragen haben. Es macht mich super stolz, weil ich sehe, die versuchen etwas zu brechen. Ja. Die versuchen das zu brechen, zu sagen, nein, ihr sagt mir jetzt nicht mehr, wie ich auszusehen habe. Oder ich habe ja vorher auch einen sehr anspruchsvollen anderen Job gehabt und es war immer dieses rote Nagellack, warum kann ich nicht klug und kompetent wirken und trotzdem roten Nagellack und tragen und High Heels anhaben? Ich habe damit wirklich in meinem vorherigen Job einiges gebrochen. Also ich habe richtig rebelliert mit meinem Outfit und mit meinem Statement. Und all das waren Beweggründe dafür zu sagen, das ist nicht nur ein Produkt, dass ich einfach auf den Markt bringe, um ein Produkt auf den Markt zu bringen. Ich habe eine Lösung für ein Problem gefunden, was ganz, ganz vieles abdeckt. Mir war es auch wichtig, dass das Produkt, wenn Sie es in der Hand haben, dass es schon, wenn Sie den Karton erhalten, dass Sie sich da schon freuen, dass das Packaging 1:1 ist. Ich habe von Tag 1 Wert gelegt auf hochwertiges Bildmaterial und immer noch merken sich die Leute wirklich, Branding ist das A und O. Also von Tag 1 an sage ich immer, steckt euer Geld in gutes Branding. Sehr gut, da haben wir schon mal den ersten Tipp. Ja. Und legt ihr jetzt die Kommunikation auf die ältere Zielgruppe drauf aus? Oder sagt ihr, nee, eigentlich ist uns das so zugeflossen? Also die jüngere Zielgruppe ist einfacher. Die kannst du mit Bildern überzeugen. Den musst du nicht erklären, wie man ein Press-on-Nail anwendet. Wir kommunizieren es nur anders. Wir sind sehr stark segmentiert in unserem E-Mail-Marketing. Wir sind sehr stark segmentiert, was unsere Ads angeht. Und kennen unsere Zielgruppe jetzt sehr genau. Wir wissen auch ganz genau, dass eine Dame plus 50 gerne wissen möchte, wie sie es entfernt und wie ihr Nagel danach aussieht. Das ist der 20-jährigen Marie nicht so wichtig, laut unseren Erfahrungen. Die 20-jährige Marie will nur wissen, ob sie 5 Stück für den Preis von X bekommt und ob da genug Farben sind, die zu ihrem Outfit passen. Es ist einfach nur, wir sprechen mit jeder Zielgruppe anders. Ich habe auch gesehen, dass ihr die Möglichkeit eines Brand Ambassador Programms anbietet. Nutzt ihr auch Influencer-Marketing oder sagt ihr, nee, wir konzentrieren uns auf eines der Dinge oder also, ist es eine Kombi? Wir sind ja eine klassische Instagram-Brand. Ne? Angefangen haben wir, also bevor Nailed hatte ich eine Wimpern, haben wir Wimpernbänder rausgebracht. Wir hatten eine eigene Lash-Firma, die auch super lief. Aber 2015 war Nailed mein Herz. So, wir haben angefangen direkt mit Influencer-Marketing. Dadurch, dass ich davor schon gute Kontakte zu Influencern hatte und mir dann wirklich gutes Netzwerk aufgebaut hatte, war es super easy, mit Influencern umzugehen. Ne? Dem sagst du, das 3 Stories und das ist dein Paket und dann ging das ganz schnell. Da war noch die Zeit, wo sie alle keine Manager hatten. Ne? Ja. Da wusstest du aber auch, wenn die jetzt postet, gucken da 10.000 Leute zu. Heute weißt du, wenn du Glück hast, gucken 500 gefühlt zu. Also so ist es jetzt gerade. Wir haben mit Influencern angefangen und ich gehöre zu den wenigen, die über die letzten Jahre kaum auf Meta als Vertriebskanal gesetzt haben, als Marketingkanal. Ich glaube sogar, ich würde sagen, dass wir dieses Jahr erst stark damit angefangen haben. Wir haben sehr stark, weil ich wollte mich nie von einem Vertriebskanal abhängig machen, der so dynamisch ist, so krass schwankt an Preisen und du musst einfach streuen. Also wir sind sehr stark in Influencer-Marketing gewesen und haben mit E-Mail-Marketing waren wir auch immer sehr stark, sodass wir da einfach unsere Base hatten.
Influencer-Marketing hatte letztes Jahr so einen Punkt, wo alle gesagt haben, lassen wir es jetzt bitte alle sein, weil der Algorithmus ist uns alle hat uns einfach alle einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass wir angefangen haben mit Ambassadern und wieder gesagt haben, lass uns Mikroinfluencer wieder haben, wieder ein bisschen mehr Authentizität, was super gut ankam. Was ich bemerkt habe, ist jetzt, wenn man jetzt, also früher, ganz, ganz früher, vor 8 Jahren, konntest du das Ganze noch nicht so gut tracken, ob jetzt die Melek dir jetzt 20 Neukunden gebracht hat. Wusstest du nicht, ne? Mhm. Du hast geahnt, dass 15 Codes von ihr eingelöst worden sind, aber vielleicht kamen auch tatsächlich mehr von ihr. Heute ist es anders. Du kannst sehr gut tracken, wer jetzt von diesem Ambassador kommt und wer nicht. Meine Erfahrungen sind wieder, dass der Trend in Richtung Influencer-Marketing geht. Mhm. Du kannst Neukunden teilweise wirklich wieder viel günstiger einkaufen über Influencer-Marketing als über Meta-Ads. Mhm. Gerade an so einem so stark konkurrierenden Markt wie mein Manikürmarkt ist sehr konkurrierend aktuell, habe ich doch schon das Gefühl und auch die Zahlen, also ich versuche mal daten- und faktenbasiert ranzugehen, Influencer-Marketing hat jetzt doch schon, ist die kostengünstigere Variante aktuell für Neukunden, für uns gerade. Spannend, weil genau vom Gefühl her, ne, wieder, ich war letztens auf einer Konferenz und dann ging auch die Frage von der Bühne ins Publikum, fandet ihr dieses Jahr oder fandet ihr Influencer allgemein authentisch? Hat sich keiner gemeldet. Keiner hat ein Handzeichen gegeben. Ja. Aber dennoch, merkt man ja auch bei sich selber, wenn man ganz ehrlich ist, tappt man doch in die Falle rein sozusagen und bestellt dann wieder was, weil es einen Code gibt. Oder weil man irgendwie doch, es ist ja doch irgendwie dieses Mund-zu-Mund-Werbung. Und, und deswegen spannend, dass du das mit uns teilst, dass ihr da dann doch auch wieder mehr auf Influencer-Marketing geht. Total. Gerade für, um Neukunden zu akquirieren. Ihr seid ihr habt euren eigenen Online-Shop und ich denke mal, da zieht ihr auch wahrscheinlich die meisten Daten für euch raus. Und ich kann mir vorstellen, dass die Verteilung von dem eigenen Shop und ihr seid bei Rossmann und Douglas gelistet, ist wahrscheinlich die Verteilung ist wahrscheinlich noch der größte Teil ist der eigene Online-Shop, gehe ich mal davon aus. Ja, genau. Wobei 2022 war es tatsächlich 50-50. Ah ja. Also da war es echt 50-50. Mhm. Also hat Vor- und Nachteile, ne? Aber es war schon 50-50 und meine Entscheidung war, wir waren ja immer also 2 Shareholder und letztes Jahr habe ich komplett das Unternehmen übernommen. Mhm. Und letztes Jahr haben wir so einen Return gemacht, wo ich gesagt habe, passt auf, ich möchte das jetzt reduzieren und ich möchte meine Daten zurückhaben. Ich möchte jetzt verstehen, wer sind denn meine Kunden überhaupt wirklich? Es war mir super wichtig, nach der Corona-Pandemie zu verstehen, wer sind die Menschen, die jetzt einkaufen? Weil ich habe gemerkt, auch an mir selbst, da ist ein Turn. Und ich lag dem gar nicht mal so falsch und auch nicht so verkehrt. Ich bin auch froh, dass ich jetzt viel mehr auch auf eine andere Zielgruppe wieder zurückgegangen bin und die auch ein bisschen mehr pflege. Das ist doch schon die kaufkräftige Gruppe, ne? Und die loyale Gruppe. Und was Nailed ausmacht, ist der hohe Bestand an, also die wiederkehrenden Kunden, die sind bei uns sehr hoch. Ja. Also wenn ich mal mit anderen mich austausche, merke ich einfach, dass ich versuche immer datenbasiert ranzugehen, aber mein Bauchgefühl ist immer das, was mich zuletzt leitet. Mhm. Und da bin ich eigentlich super froh drüber, dass ich das so gemacht habe und im letzten Jahr diese drastische Entscheidung getroffen habe, zu sagen, one step back, Douglas und Co. kriegen jetzt erstmal nur eine bestimmte Anzahl an Produkten und nicht alle. Ich möchte meine Kunden wieder zurückhaben, meine Kunden besser kennengelernt habe, die gepflegt habe und auch gemerkt habe, dass das zwar im Umsatz all around was ausgemacht hat, aber wir waren noch nie so profitabel wie in dem einen Jahr zum Beispiel. So, und das war mir wichtiger. Ja. Ich habe jetzt meine Kundendaten zurück und dieses Jahr ist eine komplett andere Strategie dann dran. Mhm. Wir haben viel getestet und wir wissen jetzt ganz genau, du kannst gar nicht eine Strategie langfristig im E-Com durchziehen. Das funktioniert nicht. Ne? Ja. Letztes Jahr habe ich gesagt, nie wieder Influencer-Marketing. Letzten Monat habe ich gesagt, nur noch Influencer-Marketing. Also die Dynamik ist da, du musst dich ständig anpassen. Aber spannend, da strategisch vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückzugehen. Unbedingt. Weil es dann daraus resultiert, eben profitabler zu sein oder
eben die Kundendaten auch zur Hand zu haben. Ja. Du hast vorhin erzählt, dass man die Nails wiederverwenden kann. Genau. Und hat es jetzt gesagt, Customer Retention Rate ist auf jeden Fall für die Branche sehr gut bei euch. Ja, ja. Ich wollte mich fragen, wie oft kann man denn wiederverwenden die Nägel oder genau, die Press-ons? Genau, also wenn du jetzt die Klebesticker verwendest, kannst du sie oft verwenden, wie es ihnen gut geht. Ne? Mhm. Ob die jetzt, also wenn du dann Topcoat drüber machst, geht es noch länger. Ich will immer die Kunden auch ein bisschen dazu animieren zu sagen, benutze einfach einen Topcoat, dann kannst du noch ein paar Mal verwenden. Mhm. Ich bin nicht immer wirtschaftlich, ich bin wie so eine Mutti. Ja. Also sie sagen auch, Dilan, geh raus aus dem Kundenservice, schreib dem bitte nicht, weil ich bin wirklich so, okay, wir schicken dem neues Produkt zu Tom, wir machen das jetzt so. Eigentlich ist das schön, ich bin sehr nahbar, mhm. aber andererseits ist es nicht immer wirtschaftlich fürs mhm. Unternehmen, aber in langer Sicht bist du authentisch als Brand ja. einfach. Du kannst sie wiederverwenden mit dem flüssigen Nagelkleber maximal 2 Mal, aber mit den Klebestickern tatsächlich 4, 5, 6 Mal. Es geht super easy. Ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich die meisten Kunden wiederkehren, weil sie begeistert sind und eine neue Farbe haben ja. wollen oder ein neues ja. Design ja. wahrscheinlich. Die können sich das nicht vorstellen, dass es hält einfach. Es ist immer dasselbe. Die fragen mich auch jedes Mal, hält das wirklich? Und dann denke ich mir, wow, wie verunsichert die Menschen sind, dass, mhm. Dass anscheinend Leute Produkte rausbringen, hinter denen sie gar nicht stehen. Und dann denke ich mir, ich trage doch das Produkt die ganze Zeit. Dann merke ich aber auch, was da draußen eigentlich für Gründer mittlerweile sind. Du musst das Produkt verwenden, du musst hinter dem Produkt stehen. Und das ist es, als ich vor 1,5 Monaten meinen Account online gemacht, also aktiv gestellt mhm. habe bei Instagram, dass mir jeder folgen kann. Ich habe irgendwie 800 Follower bekommen, also ich war erstmal super froh darüber. Aber ich habe auch gesehen, die Menschen sehen, die benutzen es wirklich den ganzen Tag. Ich bin jetzt die letzten 2, 3 Wochen nicht so aktiv gewesen, aber davor, ich mache ja alles mit den Nägeln, alles. Mhm. Und da war eine Kundin, Sunny, die hat mir dann geschrieben, krass, du machst ja wirklich alles mit den Nägeln. Ja, also ich erzähle euch nicht irgendwas, sondern ich mache alles mit den Nägeln. Und das ist der Unterschied. Dieses Produkt wurde halt wirklich von Frauen gegründet, die einen anspruchsvollen Alltag haben. Und deswegen ist die Qualität auch auf dem höchsten Standard. Also höher geht gar nicht auf dem Press-on-Nail-Markt. Also mhm. Und langfristig gedacht ist wahrscheinlich auch das das Zielführendste, wenn du, wie du schon sagst, für deine eigene Brand das Gesicht bist und auch zeigst, dass du es nutzt. Weil wie oft, mal ganz ehrlich, ist man schon auf so Instagram-Marken reingefallen, wo man dachte, ach, mega, sieht alles mega top aus. Und dann bestellt man und es kommt dann, ups, aus Asien. Genau. Die Qualität ist super schlecht. Ja. Und man ärgert sich einfach nur grün und blau. Ja, ja. Also ich glaube, dass langfristig gesehen du da auf jeden Fall auch die richtige Spur verfolgst, indem du das Gesicht bist. Total. Also die Ads, die wir dann mit mir geschaltet haben dieses Jahr, haben wir jetzt erstmalig angefangen, die sind durch die Decke gegangen. Also ich glaube, wir haben noch nie so einen ROAS gehabt, die sind einfach durch die Decke gegangen, weil ich direkt gesprochen habe. Ich habe gesagt, sie meistern meinen Alltag. Sie werden auch deinen Alltag meistern. So fing ich an. Und ich habe ihm einfach so, Dominik, schalt mal einfach jetzt diese Ad. Und er so, Dilan, es geht durch die Decke. Wir brauchen mehr davon. Und da habe ich gesagt, skriptet mir bloß nichts, sondern lasst mich ganz ja. authentisch im Alltag sein und ich zeige denen wirklich, dass es funktioniert. Ja. Ich glaube, das hat die Leute überzeugt. Mhm. Mhm. Ein guter Tipp auch nochmal. Sich da wirklich auch zu trauen und vor die Kamera zu treten und das unbedingt. Eben gar nicht so zu scripten, sondern einfach ja. raus aus dem Herzen zu sprechen ja. und das, was einen bewegt, was dich auch dazu bewegt hat, die Marke zu gründen. Ne? Total, total. Hand aufs Herz, Black Friday, wahrscheinlich, ne, ist auch so ein Thema, jedes Jahr vielleicht auch so ein bisschen anders. Wie sehr geht man mit oder gelassen, nicht? Ja, mhm. weil ich bin jetzt schon 10 Jahre im E-Com. Ich mache das nicht mehr mit. Also diesen Druck, mhm. das mache ich nicht mehr mit. Und ich versuche dann LinkedIn und solche Sachen, auch Plattformen dann auch immer ganz schnell zu vermeiden, dieser Druck mit deiner Strategie und alles. Wir können nicht alle die gleiche Strategie haben. So eine Strategie gibt es nicht. Jeder hat eine andere Strategie, bei jedem funktioniert etwas anderes. Bei einem funktioniert es, den Shop 3 Tage zu machen. Bei dem anderen funktioniert es, nur einen Tag Sales zu machen. Jeder kennt seine Kundschaft am besten. Und du kannst... Wir haben jetzt viel getestet, jetzt über ein Jahr haben wir viel in Testing und A/B-Tests investiert, mhm. um zu sehen, mögen unsere Kunden eher Sachen gratis zu erhalten, ich gebe hier sehr gute Insights gerade, mögen unsere Kunden eher einfach nur einen Rabatt zu bekommen, mhm. oder sagen wir den Kunden, alles für diesen Preis, Einfachheit ist die Regel. So einfach wie möglich. Das war auch bei Nate, wo sie gesagt haben, warum ist denn das so, die Verpackung ist so klein und dann denkt man immer für den Preis. Ich habe gesagt, nein, es ist einfach. Die mhm. haben eine Handvoll Verpackung, es ist einfach und sie sollen
diese komplette Verpackung und den Namen mit einer einfachen Anwendung verbinden. Es soll einfach sein. Ich mag es nicht, auf eine Website zu gehen, wo ich erstmal suchen muss und Angst habe, einen Deal zu verpassen und 10 Seiten scrollen. Ne? Und dann diese verstrickten Rabattcodes. Ab 54 Euro musst du noch das und dann verkaufst du deine Seele. Aber wenn du deine Seele nicht verkaufst, kriegst du es nicht gratis. Ganz komisch. Einfachheit. Ganz einfach. An Black Friday habt ihr diesen Sale, transparent. Unsere Kunden wissen seit 8 Jahren, was für Sales wir haben. Es sind immer die gleichen. Ich gehe da auch ein bisschen als Mutter immer ran. Wenn die mir dann schreiben, wie lange kannst du bitte bis zum 3. noch den Code verlängern, weil da kriege ich mein Azubi-Gehalt, dann denke ich mir, oh, hört auf, mir sowas zu schreiben. Dann verlängerst du auf einmal so ein Ding. Aber dann mache ich auch eine Story dazu. Das ist auch super authentisch. Dann sage ich, ich weiß, wir haben euch Urgency gemacht und euch gesagt, der Rabatt geht nur bis zum 20. Oktober. Aber ich habe hier 4, 5 Nachrichten erhalten von Frauen, die auf Azubi-Gehalt gewartet haben oder auf ihr normales Gehalt. Ich kann nicht anders. Ich mache es jetzt bis zum 3. und dann ist aber Schluss. Also muss authentisch sein. Die glauben dir danach einfach nicht mehr. Und wie sehr raufen deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Haare? Die müssen flexibel sein. Also ich habe Raffaela habe ich vor einem Jahr, ist sie in unser Team gekommen. Sie macht bei uns das Marketing. Und das Erste, was ich gesagt habe, Raffaela, du musst flexibel sein. Und du wirst das Wort flexibel mit mir super neu definieren. Du hast hier keinen Mann als Vorgesetzten, was du wahrscheinlich vorher hattest. Du hast hier eine Mutter als Vorgesetzte. Das sieht schon mal ganz anders aus. Ich kann heute sagen, wir haben morgen einen Call um 12, kann dir aber um 11.30 Uhr absagen, weil die Kita angerufen hat. Das musst du wissen. Ich kann dir aber auch um 13 Uhr sagen, alles absagen, wir machen es jetzt neu. So flexibel muss man einfach sein. Also die Dynamik ist einfach da. Wir wissen, dass das gut funktioniert. Dann haben wir aber gemerkt, es funktioniert überhaupt nicht. Komm, wir alles auf den Kopf stellen. Und da habe ich mein Team. Die sind so flexibel. Ich arbeite immer mit den gleichen Leuten zusammen und es funktioniert einfach. Ja. Sehr gut. Macht ja dann auch Spaß. Super. Wenn man immer wieder was Neues entdecken kann. Und das ist nie langweilig bei uns. Ich sag's dir. Ja, das glaube ich sofort. Das glaube ich dir sofort. Ihr seid ja auch kürzlich erst ins neue Office gezogen, habe ich gesehen. Genau, ja. Vielleicht magst du uns mal so eine ganz kurze Einschätzung einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer geben. Wie groß seid ihr, mitarbeiterseitig, umsatzseitig, damit man einfach so ein bisschen ein Gefühl bekommt? Und ist das auch der Grund gewesen, dass ihr in ein neues Office gezogen seid, weil ihr euch vergrößert habt? Genau, wir haben uns vergrößert. Mhm. Wir hatten ja aber auch gesellschaftlich Umstrukturierung. Mhm. Wir waren 2 Founderinnen. Mhm. Vor 2 Jahren habe ich sozusagen meinen Part komplett übernommen. Ich habe meistens sowieso den Großteil übernommen. Und sie war sehr stark in PR, in Marketing und hat dann ihre Agentur weitergeführt. Und ich habe dann Nate komplett alleine weitergemacht. Und dann haben wir erstmal sowieso gesagt, wir müssen uns jetzt räumlich was Neues finden, was Größeres. Wir haben jetzt 250 Quadratmeter in Berlin und rein zufällig Isabella von Nichter Berlin ist ja meine Nachbarin. Ich habe sie ja dann zufällig gesehen, als sie alleine versucht hat, die Rampe hochzuziehen. Und mein Mann ist da vorbei und meinte, was machst du da? Ich glaube, ich helfe dir mal am besten. Also es war super lustig, auch super toll, was Frauen alleine so stemmen. Genau, wir haben da so 250 Quadratmeter. Ich verschicke komplett selbst. Das war mir immer wichtig. Ich will sicher sein, dass das Paket schön verpackt bei meinen Kunden ankommt und da nichts drin fehlt. Das ist mir super wichtig gewesen. Dann haben wir noch unser Büro dort. Wir sind ein Team aus 7 Personen aktuell. Mhm. Plus die Freelancer an Agenturen. Ja. Ich habe vieles outgesourced, was ich nicht in-house machen wollte und auch nicht brauche. Genau. So sind wir von der Größe her. Sehr gut. Du hast vorhin gerade schon angesprochen, du hast 3 Kinder. Und hast jetzt eben dein Business, was auch nicht ganz klein ist, muss man ja auch sagen. Was ist da so die größte Herausforderung, beziehungsweise ganz konkret, wie managst du Familie und Business? Ja, also es ist schon so ein Balanceakt, ne? Und dadurch, dass ich das jetzt schon so lange mache, was auch ein Vorteil bei Nate ist eigentlich komplett automatisiert. Ich habe immer auf viel Transparenz gesetzt, auch untereinander, dass wenn ich morgen nicht da bin, dass XY sofort weiß, wo was liegt und wie sie woran kommt und wie wir weitermachen können. Mhm. Also wir legen da immer viel Wert auf Transparenz, dass wenn jemand ausfällt, das einfach. Es ist ein Frauenbusiness, bei mir arbeiten nur Frauen, auch Mütter und da ist Transparenz und Flexibilität A und O. Mhm. Ja, da, wenn mir Mary sagt, ich bin morgen krank, dann frage ich nicht, wieso. Oder Mary sagt, ich kann morgen nicht, dann weiß ich, da ist irgendwas mit dem Kind. Mhm. Und dann ist sofort, wir wissen sofort, wer weitermacht und das ist alles geklärt. Ich bin hauptberuflich Mutter. Ich sage das immer.
Ich bin hauptberuflich Mutter und mein Vorteil ist einfach, dass ich so schlanke Prozesse habe und super effizient bin mit Dingen. Ne? Das, was wir nicht brauchen, habe ich einfach outgesourced, wo ich denke, das musst du gar nicht in-house machen. Viele reden dir auch immer ein, auf lange Sicht muss das eigentlich in-house sein. Ja. Kannst du machen. Wenn du ein Mann bist und keine Kinder an der Seite hast, kannst du machen. Mhm. Ja, aber ich bin eine Frau mit Kindern und ich falle jeden Moment aus. Das heißt, ich kann den Mitarbeiter nicht die ganze Zeit briefen. Es muss komplett automatisiert alleine durchgehen. So lange, bis meine Kinder in einem Alter sind, dass ich wieder voll in einem Unternehmen einsteigen kann. Und da bin ich gerade nicht. Also mein jüngstes Kind ist 6 Monate alt, das muss man auch dazu sagen. Das war wirklich nicht easy. Und wie du einfach Business und Familie managst. Du musst einfach auf Hilfe zurückgreifen. Ne? Du musst und auch, früher war das so, ich hatte immer Angst, irgendwo den Kindern nicht gerecht zu werden und nicht zu kurz zu kommen. Und ich habe mir die Zeit immer so komisch eingeteilt. Ich habe dann zum Beispiel genetzwerkt um 15.30 Uhr. Warum netzwerkst du um 15.30 Uhr? Kommen noch die Kinder von der Schule und dann muss deine Schwester die abholen. Dein Mann macht diese Sachen zum Vormittag, wenn die Kinder nicht da sind. Also du musst einfach nur mit deinem Zeitmanagement gut umgehen. Ja, es gibt kritische Sachen, machst du immer morgens. Dann ist das weg. Ja. Und danach netzwerkst du, wenn du lustig bist oder Lust drauf hast. Mhm. Und dann aber sind die Kinder um 15.30 Uhr sind die Kinder dran. Dann hast du deine Kinder haben ja auch immer so viele Kurse. Ich bin ja, also keine Ahnung, PA von den allen. Ne? Und dann haben sie ihre ganzen Kurse und um 20 Uhr kannst du dann nochmal in die Mails reingucken. Und wenn du das verstanden hast, dass du in between von 15.30 Uhr bis 20 Uhr nimmst du das Handy nicht in die Hand. Mhm. Es bringt nichts. Ja? Du hast da, das Kind sieht eine Mutter mit Handy in der Hand, es bringt absolut nichts. Und auch die Ergebnisse auf der anderen Seite, die warten die ganze Zeit auf eine Antwort und du wirst es nicht schaffen, weil das andere Baby zieht einfach an deinen Klamotten. Also es bringt nichts. Zeitmanagement ist A und O. Und ich hatte oft schlechtes Gewissen, dass ich nicht so viel Zeit mit denen habe. Ich habe angefangen, morgens noch ein Frühstück zusammen einzubinden. Also das hat so viel ausgemacht, dass wenn man einfach eine Stunde früher aufsteht und mit den Kindern morgens frühstückt und dort Gespräche führt, die man vielleicht am Nachmittag nicht geschafft hätte. Mhm. Ich merke auch, dass meine Kinder dann am Nachmittag gar nicht das Bedürfnis haben, mir so viel zu erzählen, weil wir haben ja morgens schon diese intensive Zeit zusammen gehabt, sodass am Nachmittag jeder in seinem Zimmer ist, die machen da ihr Ding, abends lesen wir zusammen. Ich habe einfach jetzt für mich so einen Weg gefunden. Schön. Ja. Klingt sehr gut. Hattest du das Gefühl, du hast so ein bisschen diesen Druck oder das schlechte Gewissen auch von außen vielleicht so ein bisschen bekommen? Ne? Also man hört das ja immer wieder, dass eigentlich das Umfeld die Schlimmeren sind, die dann sagen, wie kann die nur und so weiter. Ja. War das bei dir auch der Fall? Ja. Ich poste das ja auch oft. Ich zeige ja auch, ich thematisiere das ja auch viel, weil ich möchte, dass wir das so ein bisschen brechen. Warum muss eine Mutter immer unsichtbar sein? Ja? Warum verlangt ihr das eigentlich immer von mir als Mutter, dass ich einfach unsichtbar bin, ja. Am liebsten noch so im Schlamm sitzen und Dreck im Gesicht haben, um zu zeigen, total verschwitzt, ich bin eine tolle Mutter, aber ich tue meiner Tochter damit keinen Gefallen. Ich tue meiner Tochter einen Gefallen damit, wenn sie sieht, dass deine zufriedene und glückliche Mutter ist, ja. Es färbt auf sie ab. Und meine Kinder verlangen das gar nicht von mir. Also die verlangen gar nicht, dass ich mit denen auf den Spielplatz gehe. Die mögen das viel mehr, mit Papa auf den Spielplatz zu gehen, zum Beispiel jetzt. Mit Mama machen sie Basteln und andere Dinge. Mhm. Und hat mir ein bisschen Druck genommen, als ich auf den Spielplatz gegangen bin. Und ich bin immer gestylt. Ich mag das. Also du wirst mich auch auf dem Spielplatz gestylt sehen. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Aber du bist immer gejudged von draußen. Oder wo ich beim Friseur saß mit meinem Baby auf dem Arm. Ne? Und alle haben dich angeguckt, so einen auf, was machst denn du jetzt hier? Wie oft habe ich den Satz gehört, also mit deinem Business hast du dir echt keinen Gefallen getan. Und dann denke ich mir, das sagst du? Also ist es das, was du willst? Willst du das? Ich will das nicht. Ich will ein Vorbild für meine Kinder sein. Meine Tochter hat zu verstehen, sie kann alles. Und wenn du Führungskraft sein willst, kannst du das werden. Wenn du etwas, also sie soll gewisse Positionen nicht mehr mit Männern in Verbindung setzen. Ja? Sie soll verstehen, da sind jetzt auch Frauen. Also es geht jetzt auch anders. Ja, ich glaube ja sowieso, das meiste aus diesen bösen Stimmen kommt eigentlich aus dem Neid heraus. Also wenn dir jemand sagt, quasi mit deinem Business hast du dir auch keinen Gefallen gemacht, glaube ich mal, zeugt das davon, dass die Person eigentlich auch gern so ein cooles Business hätte, aber halt nicht mutig genug ist und nicht abspringt. Und von dem her ist das doch eigentlich auch fast schon wieder ein Kompliment, würde ich mal einfach behaupten. Ja. Mutig und Durchhaltevermögen. Ich will den Leuten ganz oft sagen, das sieht so schnucki, schnicki, schnacki aus, wenn ihr raufschaut. Es ist gar nicht so. Ich habe nicht bei null angefangen, ich habe bei minus 1.000 angefangen. Du musstest eigentlich auch mit deinem Migrationshintergrund und sowieso als Frau
irgendwie immer mehr leisten als andere, um ernst genommen zu werden. Ja, ich will nicht sagen, dass es immer so ist. Ich sage auch nicht, ich wurde nicht gefördert. Also es waren meistens meine deutschen Nachbarn, die mich gefördert haben, die mich gezogen haben. Mhm. Oder meine deutschen Vorgesetzten, die mir ein Stipendium gegeben haben und gesagt haben, du machst das, du schaffst das, du ziehst das durch. Worüber ich super stolz bin und dankbar bin und deswegen auch in Deutschland etwas bewegen will. Ich will noch mehr Gründerinnen haben. Ich will dir sagen, du brauchst gar nicht neidisch zu sein. Nimm meine Hand, ich helfe dir und dann schaffst du es auch. Also so einfach ist das, ne? Jetzt hast du mir schon mal die nächste Frage beantwortet. Weil ich wollte nämlich nochmal darauf eingehen, weil ganz am Anfang hatte ich ja schon erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und wie du mich dann von der Seite so ein bisschen angegangen bist und gesagt hast, hey, mega cool mit deinem Podcast, Verena, oder mit eurem Podcast, aber ihr habt viel zu wenig Founderinnen, Gründerinnen mit Migrationshintergrund. Ja. Das muss man ändern. Ja. Und meine Frage war nämlich auch, warum findest du das wichtig und warum fehlt dir das eigentlich noch in den Podcasts? Ja. Und deine Devise ist, zu zeigen, die Erfolgsstorys sind möglich. Ja. Man kann was bewegen, wenn man will. Ja. Und auch andere Frauen zu ermutigen. Klar ist es nicht einfach, wie du gerade schon gesagt hast. Also es sieht nicht immer alles super rosa aus. Aber man kann es durchaus auf jeden Fall auch schaffen. Und so auch die Frauen wahrscheinlich dazu zu bewegen, mehr zu gründen. Ja, vor allem, wenn wir nicht alle die gleichen Startbedingungen haben. Mhm. Ne? Viele haben ja da auch ein bisschen Angst davor zu sagen, ich habe nicht die gleichen Startbedingungen wie XYZ, ich gehe mal einen Schritt zurück. Ne? Und da will ich eigentlich zeigen, auch wenn wir nicht die gleichen Startbedingungen haben, du kannst es trotzdem. Ja? Das heißt jetzt nicht nur, dass du mit Migrationshintergrund nicht die gleichen Startbedingungen hast. Es kann auch eine Sophie sein, die aus einem sozial schwachen Elternhaus kommt und auch die hat auch die gleichen Bedingungen wie ich. Ne? Ich kann von mir aus sagen, ich habe bei minus 1.000 angefangen und der Weg war nicht einfach. Aber ich war mir nie zu schade zu arbeiten. Ich war mir nie zu schade, in einer Bäckerei zu arbeiten. Ich war mir nur nie zu schade. Ich habe bei Douglas sehr lange Parfüms einsortiert in den Regalen und heute stehen da meine Produkte. Also das ist, da hat meine Mutter erstmal geweint, als sie das gesehen hat. Ne? Das ist schon für mich eine Erfolgsstory. Warum habe ich das damals zu dir gesagt? Zum Beispiel damals, wo Monique sich mir auch die Zahlen bei mir im Unternehmen, ich hatte viele Gespräche mit Business Angels, klar wurden die dann ein bisschen mehr aufmerksam auf das Unternehmen. Ich bin nicht so sichtbar gewesen, ich weiß nicht warum, ich habe mich immer so ein bisschen zurückgezogen, unter anderem auch wegen den ganzen Kommentaren, wenn du dich erinnern kannst, als wir die ersten Ads geschaltet haben, kamen die ersten Kommentare, rassistischen Kommentare darunter. Ich bin da super leidenschaftslos, also ob da Sibylle jetzt einen Kommentar hinterlassen hat, hat bei mir nicht viel bewirkt, aber ich weiß, dass das dafür sorgt, dass viele es nicht versucht haben. So. Und irgendwann sitzt du da und sagst so, wie schaffen wir es jetzt? Deutschland macht gerade eine Wende, ja, also Deutschland, da geht gerade was in Deutschland durch, was ich nicht mal in Worte fassen möchte. Und was können wir jetzt machen, um eine Bewegung oder um etwas zu ändern? Wir brauchen Vielfalt. Vielfalt muss sichtbar sein. Du weißt ja, ich habe meine Hand gebrochen, deswegen haben wir den letzten Podcast abgesagt. Und als ich im Krankenhaus war, waren 10 von 10 Ärzten, die ich dort gezählt habe, 9 augenscheinlich mit Migrationshintergrund. Das ist für mich etwas, worüber wir mehr sprechen sollten. Da draußen sind so viele Gründerinnen, nicht nur mit Migrationshintergrund, auch Frauen, die so viel drauf haben und wir können so viel mehr Erfolgsgeschichten haben, wenn Frauen wie ich oder Frauen mit Erfolgsgeschichten sichtbar sind, sprechen. Irgendwann hat zum Beispiel Monique dann gesagt, ey, das ist voll krass, was du aufgebaut hast. Und ich meine, sie hat ja viel Erfahrung und so, ja, und dann haben wir es so gemacht und was sagst du dazu? Und ich rede, ich weiß, und wir waren Kaffee trinken und sie guckt mich an und sagt, sind das deine Zahlen? Ich sage, zeig mir mal schwarz auf weiß, also so einfache KPIs gezeigt und sie so, und das hast du alles alleine gemacht, irgendwie mit 3 Personen, habe ich gesagt, ja, so mit 3 Personen, so als Mutter nebenbei, ich bin jetzt auch noch hochschwanger. Sie war super überzeugend, hat gesagt, Dilan, warum sprichst du nirgendwo oder warum sieht man dich nirgendwo? Habe ich gesagt, Monique, zeig mir ein Event und wir zählen zusammen, wie viele Dilans dort sind. Na, und dann war K5 Female Founder Dinner. Ne? Und sie hat mich angemeldet, guck mal, es ist Female Founder Dinner und hier ist schon die Liste. Und als wir die Liste durchgeguckt haben, habe ich gesagt, und wie viele Dilans hast du dort in der Liste gesehen? Letztendlich waren da natürlich einige Vorbilder. Aber wenn du dann dir so die Liste vorher durchschaust, denkst du dir, ich finde das toll, was da für Frauen sind. Aber mehr als die Hälfte hatte einfachere, bessere Startbedingungen als ich, sind definitiv Vorbilder für viele Frauen da draußen, auch für mich. Aber eine Dilan, die wirklich viel leisten musste, um hierher zu kommen, wird nochmal eine andere Zielgruppe ansprechen und anderen Frauen sagen, Mann, ihr könnt das,
Ja? Ich finde, dass das Thema Female Empowerment und Diversität in der letzten Zeit sehr populär geworden ist, muss aber halt auch aus meiner Sicht ehrlich sagen, dass es viel mehr Männer waren, die mich unterstützt haben und also in vieler Sicht hochgezogen haben. Ja. Das habe ich oft bemerkt, dass wir in der weiblichen Netzwerkkultur so ein bisschen Gatekeeping machen. Ja. Irgendwann kam ja, also ist ja immer dieses, du musst LinkedIn und LinkedIn. LinkedIn ist ja wie so, also ich weiß nicht, wenn du kein LinkedIn hast, dann hast du keine Visitenkarte. Du musst LinkedIn haben. Gut, okay, mach mir LinkedIn. Ich fange jetzt mal an, bin bei LinkedIn. Dann habe ich gesagt, schreib doch mal Gründerinnen an. Habe ich ein paar eingeschrieben, wo zum Beispiel gar keine Antwort kam. Habe ich gesagt, nein, weißt du was, Dylan, du bist jetzt hartnäckig. Du wartest nicht darauf, dass sich jetzt beim Female Empowerment etwas ändert, sondern du schließt diese Lücke jetzt einfach und gründest so einen eigenen kleinen Female Founder Circle. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe 4, 5 Founderinnen angeschrieben, mit den Calls vereinbart, also wirklich so, lass mal austauschen, ich finde dein Produkt voll cool, lass mal gucken. Und irgendwie war das so, dass es aufeinander abgefärbt hat. Also Kybra hat dann irgendwie gemerkt, Dylan gibt mir jetzt einfach ihre Agenturen weiter und zeigt mir welches System und zeigt mir Zahlen. Okay, dann gebe ich jetzt Dylan. Also es war auch auf einmal so, diese Hemmschwelle, es nicht zu tun. Und das haben viele. Viele denken sich gar nichts Böses dabei. Sondern sie kennen es einfach gar nicht. Ja. Und eigentlich muss man das denen einfach nur zeigen. Man braucht viel mehr diese aktiven Gespräche und diese einfachen Zugänge. Und irgendwann war das wirklich so, vorgestern hat sie mir einfach nur so einen Screenshot geschickt. Ey, guck mal, die haben bei mir jetzt dieses System installiert. Kannst du auch machen? Mach mal schnell. Oder ich habe den letzte Woche geschickt, guck mal, meine Conversion-Rate ist um 3% gestiegen in 3 Tagen, weil ich habe auf der Produktpage das eingebunden. Es ist diese App. Ein Klick. Ich habe gesehen, sie hat es gemacht. Mhm. Wir haben heute telefoniert. Sie meinte, oh, Dylan, das war so ein Gamechanger. Und dann denkst du dir, was hatte ich jetzt für einen Nachteil davon, dass ich Kybra einen Tipp gegeben habe. Okay. Also einfach aktiv drauf losgehen. Ja. Und ich finde, vieles ist im Moment so, Female Empowerment, das hört sich immer so, ist so ein Buzzer, ne, den viele gerne drücken. Ich will jetzt auch nicht nur meckern, aber ich will dann diese Lücke schließen. Ja, finde ich super. Ich finde auch ehrlicherweise den Appell auch an uns gerichtet, dass bei dem Dinner damals zu wenige Dylans da waren, finde ich auch sehr gut, weil man ja oft in dieser Bubble schwimmt und man das gar nicht irgendwie so richtig sieht. Ne? Also wenn man einfach aus einer anderen Richtung kommt, sage ich jetzt einfach mal, dann ist einem das vielleicht auch einfach gar nicht so bewusst. Und dann hilft das ja auch einfach nur, wenn man das direkt und ehrlich kommuniziert, weil der Gegenpart, also der andere, also wir sozusagen, einem das gar nicht bewusst war. Wir haben das ja nicht extra sozusagen so die Leute eingeladen, sondern es war uns einfach gar nicht so bewusst. Deswegen finde ich deinen Appell sehr, sehr wertvoll. Und ich gebe dir recht, Female Empowerment ist so ein Buzzword und auch wir merken das sehr stark. Es wird dann schnell gemoppert, dass zu wenig Frauen auf der Bühne sprechen. Aber ehrlicherweise kriegen wir auch nicht viele Vorschläge oder Anfragen. Ne? Oder wenn man mal einen Kontakt braucht, dann sind viele Frauen so Gatekeeper-mäßig und sagen, nee, quasi, da gebe ich nicht einfach irgendwas her. Das finde ich deinen Ansatz der sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass es viel mehr solche kleineren Safe-Space-Circles geben muss, wo man sich einfach aktiv austauscht und sich gegenseitig hilft. Weil wie du schon sagst, es ist ja meistens so, das ist ja auch meistens mit der Konkurrenz so, der Markt ist riesengroß. Man nimmt sich ja eigentlich nichts weg. Gar nichts. Es gibt genug Kunden für alle. Genug Kunden für alle, wirklich. Richtig. Dylan, ich würde super gerne noch mit dir so eine ganz kleine, knackige Runde machen. Nennt sich so ein bisschen K5X Founding. Also ich habe 5 Fragen an dich. Du versuchst sie so knackig wie möglich zu beantworten, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich meine, jetzt hast du eh schon super viele Tipps geteilt, was mega gut ist, aber wo die Hörerinnen möglichst viel da mitnehmen. Und genau, wir gehen einfach diese 5 Fragen durch. Thema ist eben Founding, so ein bisschen auf das Gründen ausgelegt, weil du da natürlich deine Expertise hast und ich bin super gespannt auf deine Fragen. Bist du bereit? Ich bin ready. Sehr gut. 0 vorbereitet, ready. Sehr gut, sehr gut. Erstens, Dylan, was würdest du rückblickend zum Start des Unternehmensaufbaus anders machen? Ich würde mir ein Netzwerk aufbauen und direkt Mentorinnen suchen. Und Unternehmerinnen mit Erfahrung im E-Com. Oder Unternehmer. Gibt es ja auch gut. Ja, sehr gut. Zweitens, in was lohnt es sich, ganz am Anfang zu investieren? Branding ist das A und O.
professionelles Auftreten hast du durch gutes Branding und du wirkst immer authentisch und du hast dann nicht mehr Struggles während deiner Laufbahn, bin ich jetzt rosa oder bin ich jetzt pink? Wirklich investiert von Anfang an in High-Quality-Fotos, in gutes Branding und es zahlt sich einfach aus. Wie du schon vorher gesagt, gutes Packaging, es will, was vermittelt das Produkt? Simple oder ja. Einfachheit? Ja. Das Packaging genauso einfach, der Shop genauso einfach. Genau. Sehr gut. Drittens, wovor hattest du die größte Angst, was sich dann aber als weniger schlimm herausgestellt hat beim Gründen? Beim Gründen hatte ich die größte Angst, zu wenig Zeit für meine Familie zu haben. Mhm. Und das hat sich danach so, dass also mit einem gut aufgebauten System und einem guten Zeitmanagement kriegst du das hin. Das war meine größte Angst. Viertens, welches Netzwerk sollte man sich für eine Gründung aufbauen? Naja, man sollte sich ein gutes Netzwerk, wie eigentlich Punkt 1, von Unternehmerinnen aus dem E-Com aufbauen. Aber was mein Vorteil zum Beispiel war, ist, guck, was hast du für ein Produkt und wo platzierst du das Produkt. Das ist ein Beauty-Produkt, du brauchst ein gutes Netzwerk an Influencern, Creatern, Fotografen und Videografen. Das ist dein A und O. Ja? Wenn das stimmt, schaffst du alles andere durch Outsourcing. Und das war mein Vorteil, dass ich Tag 1 meine festen Fotografen, Videografen, Influencer, Creator habe. Also da habe ich mir wirklich ein gutes Netzwerk aufgebaut. Sehr gut. Letzte Frage, dann hast du es schon geschafft. Frage Nummer 5. Welchen sozusagen in Klammern Business-Ratschlag hast du auf deiner Reise bekommen in den letzten Jahren und gibst ihn jetzt auch gerne an andere Gründerinnen weiter? Ratschlag? Doch, Moni Köll, ne? die schimpft viel mit mir. Wir sind ja befreundet miteinander und sie hilft, also immer ein Ratschlag, sie sagt, hör auf, so perfekt zu sein. Mhm. Lieber unperfekt starten und dann später optimieren. Das stimmt schon. Ich habe mir einige Launches versaut dadurch, weil ich so perfekt bin und es ja auch selber, das Produkt auch selber benutze. Also lieber unperfekt starten, starten und dann einfach optimieren. Und wahrscheinlich hat sie dir auch dazu geraten, rauszugehen und sichtbar zu werden. Die ist wirklich, also die verkauft mich irgendwie an jeden gerade, glaube ich. Also sie sagt zu jedem, nimm doch mal Dilan, redet doch mal ein bisschen über Dilan, nimm doch mal Dilan. Also, und das Lustige ist ja, dass sie selber... Und ich verkaufe sie jetzt überall hin. Ne? Und ich also letztens, glaube ich, war das irgendwie bei Effel. Da hat er gesagt, ja, ich suche ein paar Dinge. Effel, kannst du bitte Moni Köln nehmen? Die ist richtig toll. Und so meinte sie, ich mach's nur, wenn du es auch machst. Also es war so der Deal dann am Ende. Sehr gut. Ja. Cool. Mega, Dilan. Da war so, so viel drin. Das finde ich richtig, richtig gut. Ja. Vielen Dank, dass du einen Einblick gegeben hast, dass du auch so ehrlich warst, danke, dass du so viel auch geteilt hast von deiner Vergangenheit. Und es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wo Nailed noch so in den nächsten Jahren hinrast sozusagen. Und freue mich, wenn wir bald ein Update machen. Und freue mich auch, wenn wir uns noch viel öfters auf den K5-Bühnen und sonstigen Formaten sehen. Ich freue mich auch. Und wenn du auch da gerne... Vorschläge machst, wer denn eigentlich noch dabei sein sollte, damit die Runden noch mehr Dilans haben. Ich muss dir auch dazu sagen, dass dieses eine Dinner und das K5-Event danach, ich habe ja nicht so viel Zeit, aber diese zwei Tage mir so viel Netzwerk gegeben haben und mir so viele Türen geöffnet haben, das glaubst du nicht. Also es ist für euch, glaube ich, auch so ein bisschen Schulterklopfen, you made it, wirklich, ihr habt euer Ziel komplett erreicht. Ich habe so tolle Leute kennengelernt, also auch Menschen, die mir Türen geöffnet haben, dank euch, wirklich. Mhm. Das war auch euer Ziel. Ja. Und das war wirklich euer Ziel, das habt ihr auch erreicht, muss ich echt dazu sagen. Danke, das freut mich. Ich danke euch wirklich vom Herzen. Danke dir, Jan. Schön, dass du da warst. Ja, gerne.